نفوس تشدو بسرور وقلوب يغمرها النور، الكل يناجي خالقه برحاب البيت المعمور. بنفوس تشدو بسرور وقلوب يغمرها النور، الكل يناجي خالقه برحاب البيت المعمور. Die Religion des Islam ist gekommen mit der Wahrheit. Und wer auch immer an der Wahrheit festhält, so gehört er zu den Leuten der Rechtleitung. Wer aber an dem Falschen festhält und dem Falschen folgt, so gehört er zu den Leuten des Übels, der Falschheit. Das leuchtet jeden ein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich auch von den Leuten der Falschheit absichtlich unterschieden. Absichtlich. Damit wir nicht mit ihnen in einen Topf gesteckt werden. Denn der, der auf dem Weg der Rechtleitung ist, hat ein ganz anderes Recht bei Allah azawajal als derjenige, der auf dem Weg des Übels ist. Ohne Frage. Und daher wirst du niemals sehen, dass einer, der sich auf dem Weg der Rechtleitung befindet, den Leuten des Übels folgt und sie nachmacht und sie zu Vorbildern nimmt. Und das sage ich auch meinen Geschwistern, die ich für Allah azawajal liebe. Möge Allah azawajal uns unter seiner Liebe vereinen, Yawmul Qiyamah. Warum hört ihr die Rapmusik? Warum hört ihr diese Rapmusik? Ihr wisst doch, dass diese Leute nicht zum Guten rufen. Ihr wisst, dass diese Leute das Übelste rappen und das Übelste an Botschaft überbringen. Subhanallah, wollt ihr den Zorn Allahs azawajal, indem ihr Leuten folgt, die euch Yawmul Qiyamah nicht vom Höllenfeuer herausholen können? Wollt ihr diesen Leuten folgen? Wallahi, diese Leute werden sich freisprechen von euch. Yawmul Qiyamah, obwohl du ihn gehört hast. Wer? 50 Cent. 50 Cent? Cent? Wala Cent? Wala Cent? Wala Shi? Dieser Mann hat keinen Wert. Subhanallah. Merkst du nicht, o Diener Allahs, diese Person, Yawmul Qiyamah, wer? 50 Cent. Er wird sich von dir lossagen. Er wird sich von dir lossagen. Wenn er auch dein bester Freund ist, was sagt Allah Azza wa Jal? Al-Akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adu. Diejenigen, die die gewaltigste Freundschaft hatten, pass auf, du und dein Homie, der dir immer Adressen von Frauen besorgt, der dich immer in die Shisha-Bar bringt, zur Diskothek, der immer mit dir oyinama shikidim tanzt und singt, dieser wird dich verfluchen yawmul qiyamah, so wie du ihn verfluchen wirst. Wie bitte? Al-Akhilla, die Freunde werden am Tage der Auferstehung einer vom anderen Feind sein. Sie werden gegenseitige Feinde sein. Illa al-Muttaqin, Allah azawajal sagt, außer die Gottesfürchtigen. Möge Allah azawajal uns unter den Gottesfürchtigen schreiben, weil sie profitieren voneinander. Achil Karim, du hast gerade die Frau angeschaut. Fürchte Allah. Baraklafik, Achil Karim. Erinnere mich immer an das Gute. Mach ich. Du bist mein bester Bruder. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Achi, du hast heute das Fajr-Gebet nicht gebetet. Fürchtest du Allah nicht? Ab jetzt werde ich mich ändern. Diese Leute werden einen Nutzen voneinander haben. In dieser Welt und in der nächsten Welt. Aber die Homies, Jojo und Momo, 50 Cent. Und die, die du deine Homies und Freunde nennst, ihr werdet euch gegenseitig verfluchen. Und ich gebe dir nur einen Tipp. Von Abul Bara, von Herz zu Herz. Ich liebe dich. Für Allah Azzawajal. Sage dich von diesen Leuten hier los, bevor du es Yawmul Qiyamah machst. Du wirst es sowieso machen. Du wirst dich Yawmul Qiyamah sowieso von ihnen los sagen. Dann mach das jetzt, bevor du dieses am Tage der Auferstehung mit Bitterkeit machen musst. Möge Allah Azzawajal unsere Herzen stärken. Möge Allah Azzawajal uns von allen Leuten des Übels bewahren und uns von ihnen entfernen und uns nur den Leuten der Rechtleitung folgen lassen und mit ihnen zusammen sein lassen. Allahumma amin. Subhanallah.